Im Folgenden werden wir euch die Verbrechen der Nazis vorstellen, wobei wir mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern anfangen. Im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten der Nationalsozialisten gab es viele Konzentrations- und Vernichtungslager, in welchen sich der Terror des Naziregimes manifestierte. Das Ziel dieser Lager war die Ausschaltung jedes wirklichen oder vermuteten Gegners des Naziregimes und die Vernichtung von minderwertigen Rassen, wie zum Beispiel Juden, Zigeuner, russische Kriegsgefangene etc. Alle Taten, sei es in den Konzentrationslagern durch Arbeit oder in den Gaskammern der Vernichtungslagern, zielten auf die Vernichtung der Menschen. Besonders Juden wurden von den Nazis verfolgt. Dies nennt man auch Holocaust oder Shoah, also Judenverfolgung. Holocaust bedeutet die systematische und industriell betriebene Ausrottung und Vernichtung der Juden. Dieser politische Entscheid wurde 1942 an der Wannsee-Konferenz unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich getroffen. Im Ganzen wurden etwa 6 Millionen Juden ermordet. Konzentrationslager gab es bereits ab 1933 und Vernichtungslager ab 1941. In den Konzentrationslagern mussten die Gefangenen hauptsächlich arbeiten oder sie wurden durch Unternehmen wie Krupp oder Siemens versklavt. Deren Fabriken wurden teilweise in die Lager eingebaut. Die Vernichtungslager waren Todesfabriken, in denen systematischer Massenmord begangen wurde. Es gab verschiedene Arten, in denen sie die Häftlinge hinrichteten, wie zum Beispiel Gaskammern oder Verbrennungsöfen. Die Lager bildeten eine abgeschlossene Welt, welche grundsätzlich unsichtbar für die Bevölkerung waren. Das Lager bestand im Allgemeinen aus angereihten Blöcken, die ungefähr 50 Meter lang und 7 bis 10 Meter breit sind. Eine oder mehrere tödliche elektrische Stacheldrahtzäune umgaben das Lager, an denen manche Menschen Selbstmord begingen. Die Wachtürme verstärkten dieses Kontrollsystem. Danach gab es auch noch einen freien Platz, an denen zweimal täglich Appelle stattfanden. Einige der bekanntesten Lager waren Auschwitz, welches auch ein Konzentrationslager war. Dachau war eines der ersten Konzentrationslager. In Buchenwald wurden viele Franzosen gehalten, Mauthausen, Sachsenhausen, Bergen-Belsen und auch bekannt als das Lager der Kranke, das viele Krankheiten in diesem Lager gab, und Ravensbrück, das größte Frauenlager. Dies sind jedoch nur einige. Es gab etwa 24 Stammlager mit etwa 1000 Außenlager. Diese Karte sind die Konzentrations- und Vernichtungslager über ganz Europa im Überblick zu sehen. Die Häftlinge kamen in überfüllten Zugwaggons an, in denen sie tagelang reisen mussten. Oft starben Leute unterwegs. Ihnen wurden alle Wertsachen und Habseligkeiten weggenommen. Diese wurden sortiert und nach Deutschland zur Wiederverwertung geschickt. Danach wurden die Menschen aussortiert, Männer, Frauen, jung und alt, Frauen mit Kindern, und es wurde entschieden, ob sie zur Gaskammer gingen. Im Allgemeinen hieß es links Leben und rechts Gaskammer. Leute, besonders Juden, die nicht brauchbar waren, wurden direkt in die Gaskammer geschickt, wo besonders eben, wie gesagt, schwache und unbrauchbare Menschen in Kammern eingesperrt wurden, woraufhin diese mit Giftgas gefüllt wurde und die Menschen starben. Ihre Leichen wurden danach verbrannt. Später rasierten sie den Häftlingen die Haare und tätowierten oft eine Nummer auf die Haut der Häftlinge. Jetzt werde ich euch den Alltag in einem Konzentrationslager vorstellen. Der Tag begann zwischen 4 oder 5 Uhr am Morgen, in dem die Häftlinge mit Pfeifen geweckt wurden. Sie schliefen in überfüllten Baracken. Ihre Betten waren Strohsäcke oder mit Stroh bedeckte Pritschen. Über 1000 Häftlinge mussten einen Waschraum teilen, wenn diese überhaupt einen hatten. Auschwitz zum Beispiel hatte keine sanitäre Einrichtungen. Es gab katastrophale hygienische Bedingungen, was zu vielen Krankheiten führte. Zum Frühstück gaben sie ihnen einen halben Liter ungesüßten Kaffeeersatz oder Tee. Die Lebensmittel in den Lagern waren oft alt oder verdorben. Nach dem Frühstück wurden sie in einem Appell vor der Arbeit durchgezählt. Sie mussten etwa 8 bis 11 Stunden lang schwerste Arbeiten unter unmenschlichen Bedingungen leisten, wie zum Beispiel Straßen bauen, Steinbau, in Fabriken arbeiten, Rüstungsarbeiten, Landwirtschaft oder Lagerbau. Man schätzt, dass etwa 20 Millionen Menschen in Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Diese Arbeit kostete tausenden Häftlingen das Leben. Deshalb nennt man dies Vernichtung durch Arbeit.
Sie nutzten die Zwangsarbeit, um Bevölkerungsgruppen auszugrenzen. Man wurde also praktisch ausgewählt, um langsam und nicht schnell wie in den Gaskammern zu sterben. Die harte Arbeit und der Lebensmittelmangel führte zu Hunger unter den Gefangenen. Sie magerten ab und ihre Körper bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Oft starben die Menschen aus Müdigkeit, Erschöpfung oder Schock. Nach der Arbeit gab es wieder einen Appell, in dem sie alle Gefangenen durchzählten. Diese mussten oft stundenlang bei jedem Wetter stehen. Im Allgemeinen musste man immer auf der Hut sein, da man wegen jeder Kleinigkeit getötet wurde. Es wurden auch medizinische Experimente an lebenden Menschen in den Konzentrationslagern wie Dachau, Buchenwald, Ravensbrück und insbesondere Auschwitz durchgeführt. Der Arzt Josef Mengele wurde besonders bekannt und man nannte ihn Engel des Todes. Er führte viele Experimente durch, wie mit dem Giftgas Zyklon B, welches in den Gaskammern benutzt wurde. Er versuchte ebenfalls ein Heilmittel für die bakterielle Krankheit Noma, welches einer der Lager betroffen hatte, zu finden. Dabei tötete er Kinder, die diese Krankheit hatten, und sendete die Leichen an die Universitätslabore, damit man diese erforschen kann. Mengele suchte des Weiteren eine Lösung, damit deutsche Soldaten auf dem Kampffeld nicht erfroren. Dies machte er, indem er die Häftlinge des Lagers draußen erfrieren ließ, um zu sehen, was diese aushalten können. Josef Mengele wurde besonders bekannt wegen seiner Vorliebe für Augenfarben, Zwillingen und Experimenten, die allgemein mit der Genetik zusammenhängen. Sein Ziel war es, die arische Meisterrasse zu verfeinern und verbessern. Er führte viele Experimente und Operationen an Menschen aus, wie Farbinjektionen in Kinderaugen, um die Augenfarben zu verändern, operierte an schwangeren Frauen ohne schmerzlindernde Drogen, versuchte Zwillinge aneinander zu operieren, damit diese eine Art siamesische Zwillinge wurden, oder steckte Krankheiten im Körper von Zwillingen, tötete sie und untersuchte und verglich ihre Organe. All seine Operationen wurden ohne irgendwelche Art von schmerzlindernden Drogen durchgeführt. Die Personen, die seine Experimente überlebten, litten oft an lebenslangen Schäden. Ich will über den Mord von Kriegsgefangenen und die Massakern sprechen. Sicher ist, dass mindestens 5,3 bis 5,7 Millionen sowjetische Soldaten in Gefangenschaft geraten sind. Mindestens 2,6 Millionen, wahrscheinlich sogar bis zu 3,3 Millionen, kamen in deutscher Gefangenschaft ums Leben. Also ungefähr die Hälfte oder sogar mehr. Wie ging man mit den Gefangenen um? Die sowjetischen Kriegsgefangenen galten der Wehrmacht zwar formal als Kriegsgefangenen, wurden aber nicht behandelt, wie es nach der Genfer Konvention vorgeschrieben war. Sie wurden vorsätzlich wesentlich schlechter ernährt und behandelt als andere. Mit Selektionsprogrammen wurden zum Beispiel Juden und politische Kommissare ausgesondert. Kriegsgefangene wurden an die SS ausgeliefert. Nur weil man immer mehr Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie brauchte, brachte man Gefangene nach Deutschland. Jetzt will ich über die Stalags sprechen. Stalags sind Stammlager für Kriegsgefangene. Die ersten Stammlager, die Kriegsgefangenen-Mannschaft-Stammlager, wurden als Barackenlager für Polen, Belgier, Franzosen, britische Gefangene, Serben und andere eingerichtet. Sie dienten zur Verteilung auf Arbeitseinsätze bei Firmen oder in der Landwirtschaft. Für die sowjetischen Kriegsgefangenen gab es ab 1941 etwas ganz Neues, die sogenannten Russenlager. Dort gab es keine Baracken mit Schlafplätzen und hygienischen Einrichtungen, sondern nur freie Flächen, umgeben von Stacheldraht und Wachtürmen. Die Gefangenen mussten bis in den Winter unter freiem Himmel kampieren. Mit ihrem Essgeschirr gruben sie sich Höhlen in die Erde, um Schutz vor der Witterung zu haben. Weil die Gefangenen nicht genug zu essen bekamen, haben die Baumrinde gegessen und die Erde nach Würmern durchgewühlt. Es haben sich sehr schnell Krankheiten ausgebreitet, sodass spätestens im Oktober 1941 ein Massensterben einsetzte. In den großen Russenlager sind täglich bis zu 300 Gefangene gestorben, die in Massengräben verscharrt wurden. Jetzt will ich über das Massaker sprechen. Die Definition ist das Hinmorden einer großen Anzahl von unschuldiger und wehrloser Menschen.
Ich habe 5 Massakern ausgesucht und werde darüber sprechen. Die erste Massaker ist das Massaker von Calabrita. Am 13. Dezember 1943 ermordeten Soldaten der deutschen Wehrmacht im griechischen Dorf Calabrita hunderte Zivilisten. Darüber, was in dem griechischen Bergdorf passierte, gibt es im Detail unterschiedliche Versionen. Die Soldaten ermordeten mehrere hunderte Personen. Über die exakten Opferzahlen gibt es bis heute unterschiedliche Angaben. Im Ort selbst töteten die Soldaten wohl zwischen 600 und 800 Menschen. Unstrittig ist, dass die Wehrmacht fast alle Männer und Jungen ihm aus ihrem stichwehrfähigen Alter erschoss. Vor den Ermordungen von Calabrita hatten griechische Partisanen 81 Soldaten gefangen genommen und umgebracht. Das Calabrita-Massaker war eine gezielte Vergeltungsaktion für die Tötung dieser Kriegsgefangenen. Das nächste Massaker ist die Vernichtung von Oradour. Am 10. Juni 1944 vernichtete eine SS-Kompanie den südfranzösischen Ort Oradour-sur-Glane. Die Bewohner wurden ermordet, die Häuser geplündert und in Schutt und Asche gelegt. Sie brachten die Frauen und Kinder in die Kirche, fast 500 Personen. Am Anfang wollte man sie ersticken. Als die Männer merkten, dass das Ersticken nicht funktionierte, drangen sie in die Kirche ein und schossen in Slawen. Danach legten sie Feuer. Es gelang einer Frau, aus dem Kirchenfenster zu springen. Sie war die einzige Zeugin, die berichten konnte, was in der Kirche passiert war. Am selben Tag geschah in Distomo, eine Ortschaft in Mittelgriechenland, am Fuße des Parnassgebirges, noch eine Massaker. Angehörige eines Regimentes der SS-Polizei ermordeten 1800 Dorfbewohner der Ortschaft Distomo und brannten das Dorf nieder. Opfer waren vor allem alte Menschen und Frauen, sowie 34 Kinder und 4 Säuglinge. Das nächste Massaker war der von Stanowiska Zema, das deutsche Soldaten am 12. August 1944 in der italienischen Kleinstadt Stazema machten. Während ihres Rückzugs aus Italien umzingelte das Bataillon mehr als 500 Einwohner und Flüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder, auf den Stadtplatz von Stazema und erschoss sie im Dunkeln, um sie zu erledigen und ihre Körper aus Vergeltung für die Partisanen des italienischen Widerstands zu verbrennen. Das letzte Massaker ist das von Arnsberger Wald. Es war ein Endphasenverbrechen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Zwischen dem 20. und 21. und dem 23. März 1945 wurden von Angehörigen eines Waffen-SS und Wehrmacht zusammengesetzten Abteilung männliche und weibliche Zwangsarbeiter sowie 2 Kinder ermordet. Nach dem Einmarsch der US-Armee wurden die Massengräber entdeckt und die Leichen durch deutsche Zivilisten exhumiert und in Einzelgräbern beigesetzt. Jetzt werde ich über die Verfolgung von Menschen sprechen. Um zu beginnen, werde ich den Mord an Menschen mit Behinderung erzählen. Im Oktober 1939 ist die systematische Massentötung behinderter Kinder schon in vollem Gange. Diese Kinder wurden durch Medikamente, Nahrungsentzug oder quälende medizinische Tests ermordet. Auch in Norddeutschland fallen etliche Kinder und später Erwachsene der Euthanasie zum Opfer. Eigentlich bezeichnet der Begriff Euthanasie schmerzloses Sterben, etwa durch Medikamentenabgabe an Todkranke. Zwar widerruf Hitler im August 1941 nach massiven Protesten, doch geht der systematische Krankenmord weiter. Das nennt man wilde Euthanasie. Insgesamt sterben im Rahmen der Krankenmorde rund 200.000 Menschen. Jetzt werde ich über die Verfolgung von Ausdenkern sprechen. Zunächst möchte ich klarstellen, dass der Volksgerichtshof ein Instrument der Unterstützung der Nazi war, das 1934 von Adolf Hitler gegründet wurde. Die Männer und Frauen, die der Diktatur zustimmen, erhielten 5.000 Todesurteile. Nazi-Richter und Staatsanwälte wurden jahrzehntelang nicht verfolgt. Aber dies änderte sich in 1967, als Hans Joachim beschuldigt wurde, für mehr als 250 Todesurteile verantwortlich zu sein.
Er wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, das Bundesgericht jedoch in einem Urteil der West-Berliner Jury aufgehoben. Danach wurde im zweiten Prozess sein Urteil freigesprochen. Ganz wichtig ist, dass Hans-Joachim der Einzige war, der von einem deutschen Gericht erschien. 1983 mischte sich die Politik in diesen Justizskandal ein. Die SPD forderte den Bundestag auf, die Entscheidungen vom Volksgericht zu überprüfen. In einer ersten Debatte wurde keine Einigung erzielt. Schließlich waren am 25. Januar 1985 nach einigen Kompromissen im Bundestagsrechtsausschuss alle Fraktionen bereit, das Verfassungsgesetz zu verabschieden. Zunächst werde ich über die Verfolgung von Homosexuellen sprechen. Nationalsozialisten sagten, homosexuelle Männer waren gefährliche Menschen. Aus diesem Grund war ab dem 28. Juni 1935 keine sexuelle Handlung zwischen einem Mann über 21 Jahren und einer Person unter 21 Jahren zulässig. Darüber hinaus wurde die männliche Prostitution zu bis zu 10 Jahren Strafe verurteilt. Polizei und Justiz müssen die Verführung heterosexueller Männer vermeiden, um die Menschen reinzulassen. Zwischen 1949 und 1969 wurden etwa 19.000 homosexuelle Männer identifiziert. In etwa 50% der Fälle kam es zu Verurteilungen. Die Männer wurden in Konzentrationslager oder Verrichtungscenter geschickt. Viele der Angeklagten haben sich vor oder während den Prozessen der Selbstmord entzogen. Schließlich blieben am 1969 gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen erwachsenen Männern ungestraft. Es sollte klargestellt werden, dass weibliche Homosexualität nicht bestraft wurde. Jetzt werde ich über die Verfolgung der Zeugen Jehovas sprechen. 1921 wurde der Internationale Vereinigung Erster Bibelforscher gegründet, die von Zeugen Jehovas gegründet wurde. Am 15. Mai 1933 wurde der Verkauf der Bibel verboten. Im September 1934 verabschiedeten sie die Resolution gegen Hitler. Peter Maurer, Vorsitzender der Konstanzer Gruppe, plantete eine Telegrammkampagne gegen Hitler. Aus diesem Grund wurden 25 Personen aus dieser Gruppe strafrechtlich verfolgt und beschuldigt, der Bibel verkauft, Veröffentlichungen geschmuggelt und illegale Versammlungen abgehalten zu haben. 1937 wurden die Zeugen Jehovas in Konzentrationslager gebracht. Die Männer wurden von Dachau oder Mauthausen geschickt und die Frauen wurden in provisorische Lager in Moringen und Lichtenburg geschickt, wo die Zeugen Jehovas die größte Gruppe bildeten. Nach dem Krieg wurde sie mit den Haftstrafen entschädigt. Jetzt werde ich über die Verfolgung von Asozialen sprechen. Im Zuge der vom 13. bis 18. Juni 1938 von der Kriminalpolizei durchgeführte Kampagne Arbeitsschau reicht gegen die asozialen Menschen wurden mehr als 10.000 Menschen festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. Nach einer Durchführungsverordnung von 1938 galten als Asoziale Leute, die nicht mit dem Ideal eines guten Deutschen entsprachen. Diese waren arbeitslose Alkoholiker, Menschen ohne festen Wohnsitz oder ärmliche Familien mit vielen Kindern. Im Juni gab es Massenverhaftungen von Juden. In Berlin nahm die Polizei zwischen 1000 und 2000 Juden unter blöde Vorwände fest. In der Versammlung im Propagandaministerium am 10. Juni 1938 hat Josef Goebbels eine antisemitische Rede fungiert. Danach kamen in Berlin und anderen größeren Städten Programmatiken antisemitischen Ausschreitungen. Geschäfte von Juden wurden beschmiert und gesprungen. Mehrere Synagogen wurden demoliert. Zuletzt werde ich über die Verfolgung von Künstlern sprechen. Am 18. Juli 1937 wurde in München das neue Haus der Kunst eingeweiht, das als Nationalsozialisten-Tempel galt. Bei seiner Amtseinführung ging Adolf Hitler durch die Verheiligung von Heldenturm, Heimat oder Mutterschaft. Tage nach seiner Eröffnung eröffnet er das Theatermuseum Degenerate Art. Bilder von modernen Künstlern wie Chagall oder Klee
erhielten lächerliche Kommentare wie enttarnte Kunst. Beim Verbrennen von Büchern im Mai 1933 wurde den Künstlern das Üben verboten. In 3 Monaten haben die von Hauptkulturkommissar Goebbels eingedrungenen Aufträge mehr als 2000 Werke konfisziert. Bei der Eröffnung der München Ausstellung hat Hitler jede Form der Abstraktion als Geisteskrankheit diffamiert. Seitdem sind einige von ihnen im Besitz der Museen zurückgekehrt. Es gibt viele Fotos, Texte von Zeitzeugen und Originalgebäude aus der Zeit des Nationalsozialismus, die uns an die Verbrechen in den Konzentrationslagern erinnern. Leider gibt es immer weniger Zeitzeugen, die uns persönlich von ihren Erfahrungen aus der Nazizeit berichten können. Deswegen sind diese Gedenkstätte besonders wichtig gegen das Vergessen. Es gibt viele Erinnerungsorte im heutigen Deutschland, ich habe davon 3 ausgesucht. Eines der Erinnerungsorte an die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ist das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, auch als Holocaust-Mahnmal bekannt. Dieses wurde vom New Yorker Architekten Peter Eisenman entworfen und befindet sich in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin. Es ist ein 19.000 Quadratmeter großes wellenförmiges Feld mit 2.711 Betonstelen. Diese unterscheiden sich nur in Höhe voneinander und je nach dem Standort erzeugen sie ein wellenförmiges Muster. Dieses Stelenfeld besitzt eine abstrakte und einmalige Form, die uns zum Nachdenken bringt. Es wurde am 10. Mai 2005 eröffnet. Unterirdisch unter dem Holocaust-Mahnmal befindet sich der Ort Information, wo die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden dokumentiert wird. Dieser Ort gibt den Besuchern die Möglichkeit, der Opfer zu gedenken und sich mit der Geschichte des Holocaust auseinanderzusetzen. Das Stelenfeld befindet sich in folgender Adresse. Der Eintritt ist frei und es gibt kostenlose Führungen. Das Stelenfeld ist jederzeit zugänglich, aber der Ort Information hat bestimmte Öffnungszeiten. Mehr Informationen kann unter folgender Internetadresse gefunden werden. Ein weiteres Erinnerungsort ist Buchenwald. 1937 lässt die SS das Konzentrationslager Buchenwald errichten. Am 11. April 1945 befreiten US-amerikanische Truppen die Gefangenen. Dieses Foto zeigt das Tor des Konzentrationslagers. Und hier ist ein Luftbild des KZ zu sehen. Buchenwald war zwischen 1945 und 1950 das sowjetische Speziallager Nummer 2. In dieser Abbildung wird die Einrichtung des Speziallagers in der sowjetischen Besatzungszone gezeigt. Von 1958 bis 1989 fand dort die nationale Mahn- und Gedenkstätte der DDR statt. Im Jahr 1990 gab es eine Neukonzeption und seit dem Jahr ist das KZ Buchenwald eine Gedenkstätte. Dies ist der Lagerturm und hier erkennt man den Glockenturm. Die Gedenkstätte Buchenwald liegt etwa 10 Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum Weimar auf dem Ethersberg. Der Name Buchenwald ist ein Synonym für die nationalsozialistischen Verbrechen. In dieser Gedenkstätte kann man das ehemalige Lagergelände mit der Torgebäude, die Arrestzellen, das Krematorium, das Kammergebäude, der ehemalige Bahnhof, die Reste von SS-Zoo und SS-Führersiedlung, das Mahnmal mit der Figurengruppe von Fritz Krämer, der Glockenturm und die Besucherinformation unter anderem besuchen. Es wird empfohlen, mit Kindern ab dem 12. Lebensjahr die Gedenkstätte zu besuchen. Der Besuch ist kostenfrei und der Aufenthalt in der Gedenkstätte Buchenwald ist von 3 bis 4 Stunden lang. Es gibt einen Rundgang durch die Außenanlagen, man kann die historische Ausstellungen besuchen, einen Dokumentarfilm sehen oder sich die Mahnanlage anschauen. Die Uhrzeiten von April bis Dezember sind folgende. Zur Unterstützung der Arbeit des Fördervereins Buchenwald und zur Gewährleistung dieses Angebotes sind Spenden erwünscht. Als letztes Erinnerungsort habe ich die KZ-Gedenkstätte Dachau ausgesucht. Diese gehört zur Stiftung Bayerische Gedenkstätte und wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gefördert.
Es befindet sich auf der alten Romenstraße 73 in Dachau. Zur Geschichte des Konzentrationslagers. Am 22. März 1933 eröffnete das NS-Regime ein Konzentrationslager auf dem Areal der stillgelegten königlich bayerischen Pulver- und Munitionsfabrik Dachau. Mehr als 200.000 Gefangenen aus über 40 Nationen waren im KZ Dachau inhaftiert. Mindestens 41.500 Menschen starben dort an Hunger, Krankheiten, Folter, Mord und den Folgen der KZ-Haft. Bis 1945 befand sich dort das Konzentrationslager. Nach der Befreiung der Gefangenen durch die US-Armee am 29. April 1945 nutzte die amerikanische Militärregierung das ehemalige Häftlingslager als Unterkunft für ehemalige Gefangene, die krank und heimatlos waren. Ab Juli 1945 diente das Areal als Internierungslager für NS-Täter. 1948 gab das US-Militär das Gelände des ehemaligen Häftlingslagers an den bayerischen Staat zurück und dieser errichtete dort ein Flüchtlingslager ein. Dank der Initiative der Überlebenden, die sich 1955 zum Komitee International der Dachau zusammengeschlossen hatten, konnte das ehemalige Häftlingslager in einen Gedenk- und Erinnerungsort umgewandelt werden. Im Mai 1965 wurde die KZ-Gedenkstätte Dachau mit einer ersten Dokumentarausstellung eröffnet. Im Jahr 1997 begann die Umgestaltung des KZ-Gedenkstätte Dachau. Eine neue Hauptausstellung konnte 2003 eröffnet werden. Das Leitmotiv der Ausstellung, die bis heute zu sehen ist, folgt dem Weg der Häftlinge. Ziel der KZ-Gedenkstätte Dachau ist, an das Leiden und Sterben der Häftlinge zu erinnern und eine Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen zu fördern. Die Gedenkstätte ist jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei. Es gibt mehrere Bildungsangebote wie Halbtagsseminare und Tagesseminare für Gruppen, Fortbildungen für Lehrkräfte, Audioguides in mehreren Sprachen und digitale Angebote mit Informationen auf der Website. Die meisten Besucher und Besucherinnen benötigen einen halben Tag, um das Gelände und die Ausstellungen zu erkunden. Im Rundgang können folgende Gebäude gesehen werden: die SS-Hauptwache mit dem Haupttor, die politische Abteilung der geheimen Staatspolizei. Hier begann die traumatische Aufnahmeprozedur für die neu eingelieferten Gefangenen. Überreste des ersten Lagers 1933 bis 1937, das SS-Lager des Jauhaus mit Lagertor mit der Inschrift Arbeit macht frei, NS-Propaganda, die darauf abzielte, die Konzentrationslager als Arbeits- und Erziehungslager darzustellen, die Appellplatz, die Wirtschaftsgebäude, das Lagergefängnis, die Wohnbaracken, das Krankenrevier, wo SS-Ärzte ab 1941 grausame medizinische Experimente an Häftlinge durchführten, die Funktionsgebäude, die Bewachungsanlage, das Krematorium, das internationale Mahnmal, welches am 8. September 1968 eingeweiht wurde, der Gedenkraum unter anderem.